Hallo! Heidi spät waren, gell? 10:30 Uhr. Und ich komme jetzt erst dazu, dass ich mich melde. Ich habe heute wahnsinnig viele Sachen zum Tag gehabt. Und wie ich mich melden wollte, war so viel Hintergrundgeräusch da, dass ich mir gedacht habe, nix da. Mach mal nicht, tue ich nicht, weil macht ja dann auch keinen Spaß. So, aber jetzt bin ich voll und ganz da. Ja, ich wollte euch was zeigen. Es hat schon jemand entdeckt auf dem Blog. Nein, auf der Webseite, im Shop. Unser Apfelpunschgewürz ist seit Samstag, nein, seit Sonntag. Online Samstag habe ich es erst fotografiert. Ist eine total kommode Sache. Habe ich mir erst gestern wieder und am Sonntag auch einen Apfelpunsch gemacht, weil ich das total gerne mag. Und ich erzähle euch gleich, was drin ist. Ihr seid es gewohnt. Wie immer lese ich wieder ab, weil ich kann mir langsam nicht mehr alles merken. Es ist drin: Zimt, Apfelstücke, Sternanis, Hibiskusblüten, Orangen- und Zitronenschalen und Ingwer. Geile Sache. Sind so Stickerl. Hey, aber genauer seht ihr es auf der Webseite, weil ich habe es besser fotografiert, wenn man jetzt da durchbringt. Ja, das sind richtige Zimtrinden drin. Richtige Apfelstickerl, Hibiskusblüten, dann ganze Sternanis-Stickerl. Und das 15 Gramm auf 1 Liter Apfelsaft. Aufkochen lassen, ca. 10 Minuten ziehen lassen. Abseihen. Und dann in Apfelpunsch drängen. Das ist der Hammer. Es ist so, 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 so gut. Ich lieb's. Wer gern und viel selber macht, könnte zum Beispiel auch diesen Apfelpunschkocher, könnte er abkühlen lassen, also ein Anseihen abkühlen lassen und eventuell sogar am nächsten Tag eine Marmelade, ein Gelee draus kochen. Und dann in kleine Gläser abfüllen, hast das perfekte Weihnachtsgeschenk. Apfelpunschgelee. Sag ich da nur. Ja, genau. Und da muss ich euch noch was zeigen. Ich habe was entworfen. Schaut so aus. So, Postkarten. Könnte man gut Weihnachtsgrüße drauf drapieren, indem man da vielleicht ein Loch eine nicht tackert, sondern locht und dann das Geschenk drauf hängt. Eine nicht tackert, sondern locht und ans Geschenkerl drauf hängt. Also, und das schaut ja so aus. Ja, und ich finde ihn toll. Ist jetzt auch bereits auf der Webseite. Es ploppt gerade die Frage auf, welchen Apfelsaft ich verwende. Meinen eigenen. Die, was mir schon eine Zeit folgen, die wissen, dass ich im September, glaube ich, war es, zweimal beim Apfelsaftpressen war. Aus meinen eigenen Äpfeln, sprich, ich bin immer samstags haben wir einen Baum beidelt und haben Äpfel glaubt, nicht brockt, sondern glaubt. Und sind wir dann zum Pressen gefahren. Und mein Lager ist gefüllt. Ich habe Apfelsaft für euch da. Der ist in so 5-Liter-Boxen, in so einer Back-in, wie heißt das? Back-in-Box. Es ist so ein Sog. Da ist so ein Zapfhahn vorne dran, das ist in einer Schachtel und dann kannst du zapfen, wie du willst. 5 Liter sind drin, hält sich bei mir gute 3 Monate, offert und ist eine super Sache. Und jeder, der schon mal einen selber pressten Apfelsaft getrunken hat, der trinkt nie, 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 nie mehr einen anderen. Weil einen besseren gibt es halt dann auch nicht. Und genauso schmeckt der meine auch. Es gibt keinen besseren in meinen Augen. Und der schmeckt genau, also der Saft schmeckt genauso, wie wenn ich in den Apfel reinbeiße. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also, auf Bayerisch gesagt, ich scheiße einen anderen Saft an, ob Orangentrauben, sonstiges. Der Apfelsaft, der ist genial. In diesem Sinne verlasse ich euch jetzt auch, weil jetzt ist Viertel nach 7 und jetzt mag ich heimgehen. Wir singen noch Runden. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's
Heut nur im Nudelnestel. Wuhu! Schubidu! Die besten Nudeln, des bist die Pesto.